Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Gläubige, am Fest und beim Gedenken an eine junge Christin, die die Liebe Christi tief in sich aufgenommen hat, viel tiefer als wir alle und als viele ihrer Altersgenossen damals auch. Es ist die heilige Agatha, die Christus und seine Liebe nicht nur kennengelernt hat, sondern auch beantwortet hat, bis hin zu ihrem Martyrium. Da werden wir ganz, ganz klein vor einem solchen Glauben und einer solchen Tiefe der Liebe. Und ganz klein wollen wir es auch zugeben vor dem Allmächtigen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast die heilige Agatha zur Jungfräulichkeit um Christi willen berufen und ihr die Gnade des Martyriums geschenkt. Höre auf ihre Fürsprache und hilf uns, in aller Bedrängnis auszuharren und dir in Lauterkeit und Treue zu dienen. Und das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Seht auf eure Berufung, Brüder. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn. So heißt es schon in der Schrift. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Vor allen, du, o Königin, Maria,
Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, Herr. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt und seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihn und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, von einem zweifachen Staunen ist heute im Evangelium die Rede. Zunächst staunen die Menschen in Nazareth, in der Synagoge, als sie Jesus hören, mit welcher Weisheit er spricht, welche Kraft er hat, Wunder zu tun, woher er das alles bekommt. Es ist etwas spürbar von diesem Licht des Himmels, wie es uns in dieser Woche begleitet. Wir sind in der, unter Anführungszeichen, Lichtmesswoche, wo wir unsere Augen, vor unseren Augen Christus in seinem göttlichen Licht auch sein soll, in allem, was wir tun. Wenn wir Christus vor uns haben in seinem Licht, dann prägt das unser Verhalten, unser Tun. Die Menschen in seiner Heimatstadt lehnen ihn ab, denn sie wollen diese göttliche Seite nicht anerkennen. Für sie ist er einer von ihnen. Ist ja ganz interessant, einmal zu hören, wer zu seinem Verwandtschaftskreis gehört. Der Jakobus, den kennen wir, später der Herrenbruder, wie er genannt wird. Ein Cousin, wie wir das verstehen, diese Familienverhältnisse damals, wie sie beschrieben sind, und noch andere auch. Also einer von ihnen. Was maßt er sich an, so aufzutreten? Sie lehnen ihn ab und damit lehnen sie die Zuwendung Gottes in ihm ab. Nur aber Kranke, die wirklich um Hilfe bitten, erfahren diese Hilfe auch von Gott her, durch Christus. Das zweite Staunen hören wir von Jesus selbst. Er wundert sich über den Unglauben, dass sie das nicht annehmen, was Gott da uns reicht, dieses Schöne, dieses Langersehnte,
dieses alle Vorstellungen im Positiven übersteigende. Er zieht weiter, er sucht Orte, wo sie es annehmen. Wir wollen uns aus diesem Evangelium den Ernst mitnehmen, dass auch wir immer wieder angefragt sind, nehmen wir Jesus in seiner göttlichen Zuwendung an, haben wir ihn so vor Augen und erfahren wir dann auch seine Kraft und Hilfe, oder reduzieren wir ihn auf einen Menschen unter uns und lehnen damit diese Hilfe Gottes ab. Und positiv gewendet, lasst uns mitnehmen, wir wollen Jesus in Staunen setzen mit unserem Glauben, mit unserem sich ihm anvertrauen, seinen Weg mitgehen, nach seinem Vorbild wachsen. Das soll das Staunen sein, das uns begleiten darf. Wir wollen Jesus und die Menschen mit unserem Glauben an ihn in Staunen setzen. Amen. Wir beten zum Gottes- und Menschensohn Jesus Christus, der die Gegenwart Gottes in der Welt sichtbar macht. Für die jungen Leute, die ihren Glauben in einer glaubensfeindlichen Umgebung festhalten müssen. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Um Bewahrung von Naturkatastrophen und Terrorangriffen. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. In der Not der Arbeitssuchenden und von Armut Bedrohten. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Für die Opfer von Naturgewalten und Unglücksfällen. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wir nehmen auch hinein das Anliegen der Heiligen Messe. Margarete Kinzelhofer für verstorbenen Gartenvater und Großvater. Herr, erhöre uns. Herr Jesus Christus, sprich immer wieder neu das Wort, das tröstet und heilt, und bleibe bei uns durch Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Nun betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, unser Vater, am Gedenktag der heiligen Märtyrin Agatha rufen wir zu dir.
Gewähre uns jene Treue im Bekenntnis zu deinem Namen, die du ihr geschenkt hast, und nimm unsere Gaben an, die du das Opfer ihres Lebens angenommen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Mund das Lob deiner Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln heilig, bist du Gott, Zebaoth, im Himmel und auf Erden soll deine Heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alles daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater,
feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen wir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, der heiligen Agatha und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu den Aposteln hat der auferstandene Herr gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Eine wunderbare Zusage, um die wir erneut auch für uns bitten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast im Leben deiner heiligen Märtyrer
das Geheimnis des Kreuzes aufleuchten lassen. Stärke uns durch das Opfer, das wir gefeiert haben, damit wir in der Nachfolge Christi ausharren und in deiner Kirche zum Heil der Menschen wirken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die heilige Agatha hat ihre ganze jungfräuliche Liebe, sie war ein junges Mädchen, auf Christus hin gerichtet. Und diese Liebe war so stark, dass sie auch das Martyrium auf sich nehmen konnte. Etwas, was nichts Größeres es geben kann für einen Menschen. Jesus selbst hat es gesagt, es gibt nichts Größeres, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Und sie hat es für Christus getan. Und sie durfte eingehen in sein herrliches, verklärtes Reich im Himmel beim Vater. Ich habe heute einen Besuch gemacht bei einem alten Mann, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und dann in französischer Gefangenschaft war und dort einem Bauern zugeteilt war und gute Freunde sind sie geworden untereinander. Und dann hat er auch davon gesprochen, dass er mit den anderen Gefangenen, sie mussten ja immer wieder zusammenkommen im Lager, eine Messe arrangieren konnte. Und als er gefragt hat, was können wir denn singen in deutscher Sprache? Und dann hat sich einer gemeldet und hat gesagt, ein Lied kann ich, wenigstens eine Strophe. Und das ist ein Haus voll Glorie, schauet. In dieses Haus voll Glorie durfte die heilige Agatha eingehen und sie ist in diesem Haus voll Glorie beim Herrn. Wir sind noch unterwegs dorthin, aber wir können uns freuen darauf und ich würde einladen, dass wir in ihrem Sinn dann jetzt auch eine Strophe singen von diesem Lied. Das Haus voll Glorie, das ist ja das vollendete Haus Gottes im Himmel für uns, das uns erwartet. Ein Haus voll Glorie sollte aber auch schon jetzt ein bisschen spürbar sein bei uns, bei jedem Einzelnen, dass in seiner Seele gleichsam die Glorie des Himmels leuchtet, ein Haus voll Glorie. Und dass es auch unter uns in Gemeinschaft, sowohl in der Familie als auch in der Pfarre, eben ein Haus ist, bei dem die Glorie des Himmels irgendwie schon ein bisschen wenigstens aufscheint. Und ich lade dazu ein, dass wir diese erste Strophe jetzt auch zum Dank singen. Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Aus ewigem Schein erbauet von Gottes Meisterhand. Gott will loben dich, Gott will preisen dich, o lass im Hause dein uns all geborgen sein. Lass im Hause dein uns all geborgen sein, dazu möge er uns mit seinem Segen
erfüllen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Es segne euch, der dreifaltig liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.